Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn es dir hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt das Video. Wäre auf jeden Fall super nice. Checkt doch gerne den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Dort kommt ihr zu meinem Twitch-Kanal. Ich werde zurzeit definitiv versuchen, jeden Tag zu streamen. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, lasst dort auch gerne ein Follow da. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den heutigen Item-Shop an. Heute haben wir einen sehr, sehr großen Item-Shop. Beginnt erstmal mit dem Pest-Skin. Dazu den Heroldstab, der ist auch reaktiv. Was genau daran reaktiv ist, weiß ich nicht. Steht leider auch nicht da. Und man sieht auch nicht, was sich hier dran verändert. Dann haben wir noch den Lampenlichtgleiter und die weibliche Version davon, den Geißel-Skin. Hier finde ich das Backpack eigentlich ziemlich cool. Dann als nächstes haben wir Schädeline mit dem zweiten Stil, den man sich freischalten kann, wenn man hier die Herausforderung erledigt. Und dann bekommt man natürlich auch noch fürs Backpack im Prinzip eine zweite ganze Variante, den zweiten Stil, nämlich in der Herzform das Ganze. Dazu gibt es dann die Schädelines Spalter Spitzhacke. Hier bekommt man keine weiteren Herausforderungen und kann den rosa Stil direkt freischalten. Als nächstes haben wir dann den Partyprügler, war glaube ich ursprünglich mal zum Voting der Skin. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt das erste Mal im Shop ist oder ob er irgendwann schon mal drin war. Habe ich keinen Überblick über diese Voting Skins, weil man ihn natürlich schon mal gesehen hat, aber ich immer nicht weiß, ob das nur zum Voting war. Hat auf jeden Fall wie alle die Überreste Skins, die diesen Schimmerstil, dann so ein Militärstil und dann den Heldenstil. Hinten das Backpack auch noch zwei Stile. Dazu gibt es dann die Schlagsäge als Spitzhacke. Als nächstes haben wir den Führerskin, der absolut wenig bekleidet ist. Dann haben wir hier den Straßenstürmerskin, das Papierflugzeug. Als nächstes dann Graffiti-Roller als Spitzhacke, dann Krabbe, dann am Wasser gebaut und heute geht der Shop ja noch weiter, denn wir haben heute die besonderen Angebote nochmal zusätzlich, das heißt wir haben im Prinzip zwei ganze Shops heute in einem. Hier haben wir einmal den Skifuß-Skin, dazu die Schneide des Weisen. Der Skin war glaube ich schon sehr, sehr lange Zeit nicht mehr im Shop. Ich glaube sogar nur in Season X einmal, weiß ich aber nicht ganz genau. Dann haben wir hier als nächstes den Tigressa-Skin von vorgestern. Die männliche Version im Prinzip davon, den Flink-Skin, den kann man ja sogar in China, also in der Fortnite-China-Version gratis bekommen. Da laufen ja viele Dinge anders ab als in dieser Fortnite-Version. Ist auf jeden Fall ein cooler Skin, wie ich finde. Dazu gibt es dann noch die Tigerkrallen als Spitzhacke und die Glücksäxte zum Flink-Skin. Dann noch die Stahlraster-Lackierung, leider nicht animiert, trotzdem ganz coole Farben. Dann haben wir den Skin von gestern, die Jade-Raserin. Einmal im blauen und Standardstil. Als nächste Szene Rauchdrachen, hier auch zwei Stile, Standard und Blau. Dann haben wir die Drachenode im Spitzhacke. In Standard und Blau auch hier wieder. Versängerspitzhacken, hier in Standard und eigentlich Gold, heißt zwar Blau, aber sind eigentlich eher blaue, goldene Spitzhacken als blaue. Und dann als Lackierung haben wir dazu die Phantomflamme. Ist tatsächlich animiert, sieht auch eigentlich ganz cool aus. Dann haben wir noch den Gunskin von Freitag, müsste glaube ich sein. Einmal im Standard und im gelben Stil. Hinten das Backpack natürlich ebenfalls in den beiden Stilen. Und dazu die Zerstörungswelle Spitzhacke in Standard und hier auch wieder in gelb. Dann haben wir heute neu den Schattentraining-Emote. Sieht eigentlich ganz cool aus. Und dann Shaolin-Setup.
Das war's dann mit dem heutigen XXL-Shop. Wenn man das ja mal wirklich überscrollt, sind das so viele Items. Ich hoffe, es hat dir auf jeden Fall gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.